Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hacking Software. Sehen Sie, wie man Daten von einem zerstörten Thread-Array eines nicht funktionierenden Supermicro AOS SBI-Controllers wiederherstellt. Die RAID-Technologie ermöglicht es Ihnen, mehrere Festplatten in einem einzigen Dateispeicher zu kombinieren, um die Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern. Sie wird verwendet, um Dateiintegrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten, selbst wenn ein oder mehrere Festplatten ausfallen. Dies geschieht durch die Erstellung doppelter Kopien von Daten oder die Verteilung von Daten auf die Laufwerke. Der Supermicro AOS USAS S8IR-Controller ist das Gerät, das für die Verwaltung des Laufwerke in einem RAID-Array verantwortlich ist. Er steuert das Schreiben von Daten, die Verteilung von Daten und gewährleistet die Integrität des Speichers. Wenn der Controller ausfällt, kann dies zu Problemen beim Zugriff auf die auf dem Disk gespeicherten Daten führen, da der Controller das Lesen und Schreiben steuert. Ohne den Controller kann das System die Struktur der Daten auf dem Disk nicht erkennen, wodurch die Daten unzugänglich werden. Wenn der Controller oder andere Hardware-Komponenten ausfallen, ist es daher wichtig, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Hardware zu ersetzen oder zu reparieren und gegebenenfalls Datenwiederherstellungsverfahren durchzuführen, um den Informationsverlust zu minimieren und die Datenverfügbarkeit sicherzustellen. Im Folgenden werden die Schritte und Techniken zur Datenwiederherstellung erläutert, mit denen Sie verlorene Informationen wiederherstellen können. Um die Technik des Aufbaus eines RAID-Arrays zu verstehen, wollen wir uns ansehen, wie man ein solches auf diesem Controllermodell aufbaut. Um ein RAID zu erstellen, müssen Sie in das BIOS des Controllers gelangen. Drücken Sie dazu bei den Worten des Rechners die Tastenkombination Alt plus A. Nach dem Laden des Managers öffnen Sie den Abschnitt Array Konfiguration Utility und dann den Punkt Create Array. Hier müssen Sie die Disk auswählen, auf denen das Array erstellt werden soll. Wenn die Liste der Disk leer ist oder sind sie ausgegraut, müssen sie zuerst initialisiert werden. Während der Ersteinrichtung müssen alle Laufwerke initialisiert werden, bevor sie verwendet werden können. Durch die Initialisierung eines Laufwerks wird die Partitionstabelle des Laufwerks überschrieben, woraufhin alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten unzugänglich werden. Initialisieren Sie keine Laufwerke, die sensible Daten enthalten oder Teil eines Boot-Arrays sind. Um festzustellen, welche Laufwerke mit einem bestimmten Array verbunden sind, gehen Sie zu Array eingeschafften Anzeige. Um Laufwerke zu initialisieren, wählen Sie im Menü des Array Configuration Utility die entsprechende Option Laufwerke initialisieren und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie im Fenster Laufwerke für die Initialisierung auswählen, die Laufwerke aus, die Sie initialisieren möchten und drücken Sie Einfügen oder die Leertaste. Das ausgewählte Laufwerk erscheint in der Liste ausgewählte Laufwerke, wie Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Drücken Sie Enter, um die Initialisierung zu starten. Wenn die folgende Meldung erscheint, vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Laufwerk für die Initialisierung ausgewählt haben und drücken Sie Ja, um fortzufahren oder N, um abzubrechen. Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, können Sie die Laufwerke zu einem Array zusammenstellen. Klicken Sie im Hauptmenü des Konfigurationsprogramms auf Array erstellen, wählen Sie nun die Laufwerke aus, die zum Aufbau des Arrays verwendet werden sollen und drücken Sie Enter, um fortzufahren. Wählen Sie dann den RAID-Level. Die RAID-Bezeichnung, das Volumen, die Blockgröße, die Cache-Einstellungen und die Laufwerk-Initialisierungsmethode. Nachdem Sie alle Parameter festgelegt haben, wählen Sie Fertigstellen und drücken die Eingabetaste. Das Array wurde also erstellt, jetzt müssen Sie nur noch das Ende der Initialisierung abwarten. Wählen Sie sich dann am System an, positionieren Sie den Datenträger und schreiben Sie Daten auch hin. Betrachten wir nun den Fall, dass der Controller aufgefallen ist, wie man die Daten von dem Disk des zerstörten RAID-Arrays nach dem Ausfall des Controllers wiederherstellen kann. Wenn der Controller ausfällt, bleiben die Daten auf den Laufwerken unverwendet, da der RAID-Controller ihnen Zugriff und die Organisation in Arrays verwalten, aber er ändert nicht den eigentlichen Inhalt der Laufwerke.
Das bedeutet, dass die Daten auf den Laufwerken selbst intakt bleiben, wenn der Controller ersetzt oder wiederhergestellt wird oder wenn die Laufwerke auf einen anderen Controller verschoben werden. Der neue Controller muss jedoch so konfiguriert sein, dass er mit der vorherigen RAID-Konfiguration übereinstimmt und einen ordnungsgemäßen Betrieb und Datenzugriff zu gewährleisten. Durch die Speicherung der Daten auf dem Disk bei einem Ausfall des Controllers wird ein Datenverlust vermieden und die Wiederherstellung und der Austausch der RAID-Controllers erleichtert. Für den Austausch benötigen Sie genau das gleiche Controllersmodell oder einen anderen kompatiblen Controller, der die gleichen Laufwerkstypen und RAID-Konfigurationen wie der alte Controller unterstützt. Es ist wichtig, dass der neue Controller in der Lage ist, die RAID-Konfiguration von dem Disk zu lesen, da die Informationen über die Arrays und ihre Parameter auf dem Disk selbst gespeichert sind. Nach dem Austausch des Controllers muss dieser entsprechend oder vorherigen Konfiguration konfiguriert werden, einschließlich der Laufwerkreihenfolge des RAID-Typs und der Array-Parameter, um sicherzustellen, dass auch die Daten ohne Informationsverlust zugegriffen werden kann. Auf der Website des Herstellers finden Sie Informationen zur Austauschbarkeit von Steuerungen. Trennen Sie die Laufwerke von nicht funktionierenden Controllers, entfernen Sie ihn und installieren Sie den neuen Controller an seiner Stelle. Starten Sie den Computer und rufen Sie das BIOS des Controllers auf. Wenn Sie aufgefordert werden, die vorherige Konfiguration zu speichern, bestätigen Sie dies und konfigurieren Sie das Array mit den vorherigen Parametern. Hier ist es wichtig, die Laufwerke nicht zu initialisieren oder das Array neu zu erstellen, da sonst alle Informationen unterschrieben werden. Es wird nicht empfohlen, irgendetwas mit dem Disk zu tun, ohne eine Sicherungskopie davon zu haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie den Controller ohne Datenverlust austauschen können, ist es besser, dies einem Spezialisten anzuvertrauen. Wenn Sie das Array mit der ersten Methode nicht wiederherstellen konnten, gibt es zweite Möglichkeit, Ihre Dateien mit Hilfe einer spezialisierten Datenrettungssoftware wiederherzustellen. Helping RAID Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Typen. Die meisten Dateisysteme und verschiedene Arten der RAID-Konstruktion für RAID-Controller-Modelle wird ein zerstörtes RAID aus den Laufwerken wieder zusammensetzen und Sie können Ihre wichtigen Dateien daraus holen. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie die Laufwerke an das Motherboard eines Windows-Computers anschließen. Die Software setzt das zerstörte RAID automatisch aus den Laufwerken wieder zusammen. Sehe ich auch in der Lage, ein RAID abzubauen, selbst wenn eine oder mehrere Festplatten fehlen, je nach Level des Arrays. RAID 5, ein Laufwerk, RAID 6, zwei Laufwerke. Wenn Ihr PC-Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie spezielle Adapter und Erweiterungskarten, die Sie auf dem Bildschirm sehen können. Vergewissern Sie sich, dass das Programm, das zerstörte RAID richtig zusammensetzt hat, wählen Sie RAID im Disk Manager und überprüfen Sie seine Parameter. Am unteren Rand des Programmfensters sehen Sie kurze Informationen über den RAID. Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und öffnen Sie die Eigenschaften. Auf der Registerkarte RAID finden Sie detaillierte Informationen über den Array, schließlich der Disk, Ihre Reihenfolge des Versatzes und so weiter. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellsuche oder verschiedene Analyse. Bei einem einfachen Ausfall des Controllers reicht eine Schnellsuche aus, die weniger Zeit in Anspruch nimmt. In komplizierten Situationen, wenn das Programm die erforderlichen Dateien bei einer Schnellsuche nicht finden konnte oder wenn die Datenträger teilweise gelöscht wurden, führen Sie eine verschiedene Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie Neu analysieren, Vollständige Analyse, Dateisystem angeben, Weiter. Danach öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherzustellenden Dateien gespeichert waren. Das Programm speichert die gesamte Struktur der Dateien und Ordner sowie ihre ursprünglichen Namen, sodass Sie die benötigten Dateien leicht wiederfinden können. Der Inhalt der einzelnen Dateien wird im Vorschaufenster angezeigt. Zuvor gelöschte Dateien sind entsprechend markiert. Wählen Sie alles aus, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen, auf einem Datenträger oder in einem Ordner. Und klicken Sie erneut, um die Wiederherstellung zu starten. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis.
In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software das RAID im automatischen Modus nicht erstellen kann. Dies kann das Ergebnis des Löschens von Serieninformationen auf dem Disk sein, was dazu führt, dass das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht bestimmen kann. In solchen Fällen hilft der RAID-Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor wird helfen, wenn der Anfang der Disk, wo alle Informationen mit den RAID-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wird. Dies kann passieren, wenn Sie Disk an einen anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration löschen oder das RAID neu aufbauen. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor, wählen Sie Option manuelle Erstellen weiter. Geben Sie den Typ des RAIDs, die Reihenfolge der Blöcke und deren Größe an. Fügen Sie die Disk hinzu, aus denen das Array besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Disk, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Eventuell müssen Sie auch den Offset angeben, an dem sich den Anfang des Laufwerks befindet. Gehen Sie die Reihenfolge der Laufwerke an. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angeben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erweitern Sie es und die Ordner werden hier erscheinen. Nachdem Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie nun die Analyse durch. Suchen Sie nach den Dateien und stellen Sie die notwendigen wieder her. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich betonen, wie wichtig es ist, regelmäßig Backups von wichtigen Daten zu erstellen. Im Falle eines Kontrollausfalls oder anderen vorgeschehenen Situationen können Backups Sie von den Verlust Ihren Daten bewahren. Wenn Sie noch keine Sicherungskopie haben, wissen Sie jetzt, wie Sie Ihre Dateien wiederherstellen können, wenn Ihr Controller ausfällt. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen.